Hi, hier ist Nina von landderabenteuer.de und ich wollte euch die Bücher, die ich euch im Blogpost kurz vorgestellt habe, auch nochmal in die Kamera halten. Dann kann man sich das, glaube ich, besser vorstellen, als wenn man nur liest, wie ich sie fand. Und zwar sind jetzt hier über den Sommer ganz schön viele Bücher reingeflattert. Nicht nur Dinge, die ich nach Deutschland bestellt habe und jetzt nach Katar geschleppt habe, sondern auch Bücher, die ich zum Geburtstag bekommen habe und die sich fast alle um Paleo drehen, weil ich endlich ganz viele Paleo-Rezeptbücher und Ähnliches geschenkt bekommen habe, was schon ewig auf meinem Amazon-Wunschzettel rumliegt. Und anscheinend haben sich jetzt wohl alle durchgerungen, diese komische Ernährungsform, die wir hier in der Familie leben, dann doch mit ihren Geburtstagsgeschenken zu unterstützen. Ich gucke zwischendurch so irritiert, weil sich irgendwie der Bildschirm in meiner Brille spiegelt. Ich war ja ganz happy mit meiner in Katar gekauften Brille, aber so das mit dem Entspiegeln hat anscheinend nicht so geklappt. Ich setze jetzt einfach mal ab. Ich sehe euch da zwar nicht mehr und ihr mich auch nicht. Nein. Lass noch mal gucken. Vielleicht habt ihr es auch gehört, da schnurrt uns nämlich die ganze Zeit einer ins Ohr. Guck mal, da bist du, Moritz. Das ist eine von unseren zwei Ex-Compound-Katzen, Straßenkatzen, die meine Freundin Esther im Juni adoptiert hat, bei uns ins Haus geholt hat. Und dann konnten wir sie doch nicht im Juli ausführen nach Deutschland wie geplant zu ihr, weil Katar und die EU sich bei den Tollwutbestimmungen nicht ganz so richtig einig sind. Und deswegen sind sie jetzt noch bis, also er und seine Schwester Rosa sind jetzt noch wahrscheinlich bis November bei uns und sind ganz süß, als ob sie schon von Anfang an in einer Familie aufgewachsen wären und nicht bei über 40 Grad draußen bei uns vorm Haus. Apropos über 40 Grad, wir haben nämlich in Katar seit gestern wieder die typischen Temperaturen. Bis jetzt war es eigentlich ganz angenehm, so die letzte Woche, mit knapp über 40 Grad. Und heute und gestern sind es gefühlt an die 50 Grad. Guten Tag. Und kannst du dich nochmal in die Kamera gucken? Hallo? Schnur. Was wollte ich sagen? Und heute und gestern sind es 48 Grad, fühlt sich aber irgendwie mehr an wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. So, ich muss jetzt mal das Buch zeigen. Kannst noch mal ein bisschen schnurren, während ich das Buch hole? Wie man sieht und vielleicht auch hört, ich bin nämlich gerade nicht richtig in Form, weil sowohl in unserem Sommerurlaub in Irland als auch jetzt wieder in Katar unsere beiden Kinder abwechselnd nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob hier wegen der Hitze und in Irland wegen der Umstellung, dass sie in einem Zimmer waren und wie auch immer. Auf jeden Fall fühlen Chris und ich uns etwas um Jahre gealtert, weil wir zu wenig schlafen, was ja auch zu Paleo gehört und nicht nur die Ernährung. Da wollen wir jetzt unbedingt mal rangehen und schauen, ob wir wenigstens genug Schlaf kriegen, wenn wir abends früh genug ins Bett kommen. Wobei das Problem ja nicht ist, dass wir nicht früh ins Bett kommen, sondern dass wir dann noch ganz viel lesen und Suits gucken und ähnliche Dinge und dann irgendwie nicht so richtig den Absprung ins Schlafen finden können. So, jetzt zeige ich euch endlich mal das Buch. Ich bin total happy, was ich nämlich geschenkt bekommen habe. Ist Nom Nom. Jetzt nichts für Katzenhasser hier, das Video. Nom Nom Paleo von Michelle Tam. Dazu gibt es auch einen Blog. Und ich bin so ein bisschen traurig, dass ich das Buch erst so spät entdeckt habe. Aber als es rauskam, so als ich ihren Blog gefunden habe, hatte ich schon jede Menge Paleo-Kochbücher. Und bin vor dem Preis zurückgeschreckt und habe auch gedacht, weil ich von den ersten Paleo-Kochbüchern, die ich gekauft hatte, nicht wirklich angetan war, habe ich gedacht, ich brauche das nicht. Wenn ich was suche, dann finde ich das über Google im Internet. Und ich bin auch mehr daran interessiert gewesen, immer noch Lieblingsrezepte, die wir vorher gegessen haben, zwischendurch ein bisschen Katze bespielen, in Paleo-Form selber umzuwandeln. Das finde ich immer wieder total spannend und bin total happy, wenn das dann klappt. Aber wie gesagt, von dem Buch bin ich total begeistert und ich habe jetzt noch nichts daraus gekocht. Also ich kann jetzt noch nicht sagen,
ob es dann auch so funktioniert, wie es auf den Fotos hier aussieht. Aber es gibt halt total viele schöne Rezepte, auch viel mit Gemüse. Danach habe ich jetzt eigentlich gesucht, weil wir dann doch immer wieder letztendlich beim Fleisch landen. Es ist halt einfach, sich bei Paleo ein schönes Fleischrezept rauszusuchen, das zu machen und dann irgendein Gemüse, meistens bei uns Tiefkühlgemüse, als dampfgegart, als Beilage. Und jetzt wollte ich mal ein bisschen weg von dem Fleisch mittags, Fleisch abends und dahin, dass wir etwas raffiniertere Gemüsegerichte machen und einmal am Tag halt Fleisch essen. Und hier gibt es alles Mögliche mit ganz vielen Arbeitsschritten. Ist auch so ein bisschen der Wehmutstropfen bei dem Buch, weil Michelle sehr toll fotografierte, muss man sagen, sehr anschauliche Arbeitsschritte bei fast jedem Rezept hat. Dadurch passen weniger Rezepte rein, was ihr manche Leute als Kritik an dem Kochbuch angekreidet haben. Ich finde es aber sehr schön, weil es macht einen total an, die Sachen nachzukochen. Das ist eben da es so schön fotografiert ist, da es man sich schon vorstellen kann und dass man nicht nur das fertige Rezept sieht. Also wirklich sehr schön bunt gemacht. Auch alle Texte total schön. Das ist ja mal schwierig, wenn man wie ich das Berufsrisiko hat, dass man in Gedanken alles mitlektoriert, was man liest. Ich habe ja unter anderem auch mal in der Kochbuchredaktion bei GU gearbeitet. Und da zuckt es einem immer so in den Fingerspitzen und man möchte sich am liebsten einen Rotstift krallen, wenn jemand ein Kochbuch sehr lieblos gemacht hat und Angaben fehlen oder die Zutaten nicht in der Reihenfolge sind, wie sie dann auch verwendet werden. Sowas macht mich irgendwie ganz kirre. Oder wenn es kein Register gibt, kein gescheites. Zwischendurch sieht man dann immer diese total netten Illustrationen. Die hat Henry, der Mann von Michelle, gezeichnet. Und es ist im Ganzen einfach ein ganz peppiges Buch, was aber sozusagen nicht nur peppig ist. Also der Pep ist einfach nur das I-Pünktchen sozusagen auf einem Buch, was ich bis jetzt zumindest sehr schön, sehr rund finde. Ist halt teurer, ich habe es jetzt verdrängt, was der Preis im Moment kostet. Der ist aber ein richtig schweres, dickes Hardcover, also ich denke, da hat man auch lange was von. Und das ist, wie ich auch im Blogpost geschrieben habe, ist das, worüber ich total happy bin. Das, wovon ich enttäuscht bin, ist dieses Buch, was ich mir aber auch selber gewünscht habe, das Karob Cookbook, weil ich ja, wie ihr wisst, keine Schokolade vertrage. Oder die Arbeitshypothese ist, dass ich keine Schokolade vertrage. Ich habe immer ein paar Tage später, sehe ich furchtbar aus, total explodiert. Und ich weiß noch nicht, ob es ein bestimmter Bestandteil ist oder bestimmte Zusatzstoffe oder was, aber ich hatte das auch, als ich in der Schwangerschaft mit Henry, also wo ich ja schon Paleo gelebt habe, habe ich mir von Zotter die 99% pur Schokolade sozusagen ohne irgendwelche Zusätze gegönnt und ich sah trotzdem aus wie ein Streuselkuchen, was teilweise also richtig schlimm wird, auch an anderen Stellen, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, lieber nicht. Naja, also habe ich gedacht, vielleicht doch Karob. Gibt es hier nicht zu kaufen, also habe ich ein Jahr lang jetzt rumgedarbt und habe mir jetzt mehrere Packungen Karob mit nach Katar gebracht. Habe dann von meiner Freundin Julia das Karob Cookbook Geschenk gekriegt. Fange schon an zu stottern wegen den ganzen Cars. Und hatte eigentlich gedacht, ich kann da diesen Trend, der ja gerade rumspringt, mitmachen, dass man sich aus Karob und anderen Zutaten selber Schokolade macht, die ich dann wiederum in meine Riegel packen wollte, ein bisschen geschreddert. Nicht nur habe ich bis jetzt keine Schokolade gefunden, es kann aber auch daran liegen, dass es super unübersichtlich ist, sondern es ist relativ abtörend. Also es ist nur Text. Gut, das kann ich noch verstehen bei einem Buch, was ich nehme mal an, selber gemacht ist. Und normalerweise kann ich mir dann, wenn ich das anlese, mir auch ungefähr vorstellen, wie das Gericht aussieht. Aber zwischendurch sind dann Fotos, also hier sieht man es vielleicht so ein bisschen schwarz-weiß. Und okay, das hat eben jemand selber gestylt, das sieht dann nie so aus, meistens zumindest nicht, wie von einem von jemand professionellem Food gestylt und fotografiert. Aber was ich total seltsam finde ist, ich suche gerade mal ein Bild, wo man es vielleicht hier, dass die paar Farbfotos, die drin sind, sehen komischerweise eben nicht unbedingt aus wie
bei mir, sage ich mal, wenn ich jetzt meine Kekse auf den Teller schmeiße und fotografiere, sondern das sieht irgendwie aus wie diese alten Dr. Oetker Back- und Kochbücher, mit denen ich in den 80ern in der Küche meiner Mutter backen und kochen gelernt habe. Also so, also wo die Fotos sozusagen total altmodisch rüberkommen. Und ich weiß nicht, ob man es hier so ein bisschen sieht. Da vergeht mir schon sämtliche Lust, diese Rezepte auszuprobieren, wenn da irgendwie so komische Blobs im Look der 80er Jahre auf komischen Tellern herumliegen. Also ich werde mich, denke ich mal, trotzdem mal ranmachen an das Buch und ein paar Sachen ausprobieren, aber bis jetzt, allein schon wegen der Fotos, konnte ich mich jetzt nicht so ganz, und der Unübersichtlichkeit konnte ich mich nicht aufraffen. Und das Letzte hat jetzt nichts mit Paleo zu tun, aber das wollte ich euch auch vorstellen. Das hat der Henry zu seinem 4. Geburtstag bekommen, weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist Prima Monster oder Schafe zählen ist doof, von Markus Heitz geschrieben. Das war auch der Grund, warum ich es mir für Henry total dringend gewünscht habe. Und illustriert von Joel Tolonias. Ich hoffe, dass man den Namen so ausspricht. Die hat auch das Hummel-Bommel Bilderbuch illustriert und da fahren meine beiden Kinder total drauf ab. Also dachte ich, dann kann ich ihnen Fantasy, Markus Heitz untermogeln in einer Illustrationsform, auf die sie total stehen. Ich habe es bis jetzt erst einmal, es ist heute erst im Paket aus Deutschland gekommen. Also wir haben, da wir nicht nur solche Hamsterkäufe in Deutschland gemacht haben mit Medikamenten und Paleo-Zutaten und Ähnlichem, sondern ja ich auch noch Geburtstag hatte und der Henry, haben wir 4 große Pakete nach Katar geschickt mit den meisten Sachen, die wir besorgt hatten und geschenkt bekommen haben. Und da ist das heute angekommen, die Kochbücher und das Buch. Also habe ich es Henry erst einmal vorgelesen und sein Fazit war, er findet nur die ersten beiden Seiten schön, wo das Mädchen noch im Bett liegt. Und wenn es dann in die Monsterstadt geht, findet er es nicht mehr schön, obwohl die Monsterstadt echt süß gezeichnet ist. Also die Geschichte ist, wie man hier auch ein bisschen sieht, also ich erzähle nicht die ganze Geschichte, sondern nur die Prämisse, dass Mia nicht schlafen kann und ihr Papa, Moment, ich kann das nicht. Da ist der Papa, sagt, ob er nicht Schafe mit ihr zählen soll, weil sie ein kleines Schaf, hier sieht man das, als ihr Kuscheltier hat. Und dann sagt sie, nee, Schafe zählen ist ja doof, heute möchte ich Monster zählen. Der Vater denkt, jetzt geht's ein Monster, zwei Monster. Aber schon beim ersten Monster stellt das Mädchen dann lauter Zwischenfragen, wie, es soll ein Mädchenmonster sein, aber bitte nicht rosa. Da war ich natürlich schon ganz in das Buch verliebt. Es soll lieb sein, aber eine tiefe Stimme haben und so weiter. Und wird ganz herrlich, wie der Papa so, man merkt als Eltern, wenn man das Buch liest, wie der Papa sich diese Monsterbeschreibung aus den Fingern saugt. Und ich finde es ganz herrlich geschrieben, im Gegensatz zu vielen anderen Bilderbüchern, die wir in den letzten Monaten besorgt haben und gelesen haben. Und ich hoffe mal, dass ich meine Kinder noch dafür begeistern kann.